Hey ho, liebe Wolfsbrudis, und willkommen zurück zu Mirror's Edge Catalyst. Wir haben einen Auftrag angenommen und wir sind am Zielgebäude angekommen und gucken mal, was wir Ich bin drin. die Daten bauen können. Gut. Kann sein, dass da ein paar Mitarbeiter sind, die eine Nachtschicht einlegen. Und halt die Augen nach Krugers Heck offen. Berserk. Okay. Welche jetzt am besten? Nein, okay. Und abrollen. War nicht gut. Achtung, da unten geht irgendetwas vor sich. Eine Wagenkolonne nähert sich, begleitet von jeder Menge Enforcern. Was? Dieser Run gefällt mir immer weniger. Keine Sorge, Noah. Sobald er erledigt ist, wird er dir gleich viel besser gefallen. Ja, das hoffe ich. Die Agrarabteilung befindet sich in den obersten Stockwerken. Der schnellste Weg darauf sind die Aufzüge. Maus gedrückt hat. Runner Vision Online. Ah, okay. Uninteressant. Dazu auch ein bisschen leise, weil es einfach spannend ist, hier durch zu sneaken. Cool, wie wir unsere Arme sehen, aber ich weiß nicht, ob es nagetreu ist. Unsere Hand geht natürlich durch das Rohr durch. Ich meine, wer kennt das nicht? Sobald du die Aufzüge gefunden hast, kannst du einen der Schächte aufklettern. Oder als blinder Passagier nach oben fahren. Oh, oh, oh. Pretty close. Ich habe die Anfrage vor 3 Tagen geschickt, Mr. Kruger. Die Sache wird geregelt. Sonst noch was? Um ehrlich zu sein, ja. Ich bin in unseren Projektdateien gestern zufällig auf ein Unterverzeichnis gestoßen, in dem etwas namens Kingdom erwähnt wird. Die Dokumente werfen einige beunruhigende ethische Fragen auf. Was in Kingdom vor sich geht, ist nicht Ihre Angelegenheit, Mr. Kruger, mir wurde volle Kontrolle gegeben. Und so wie ich es sehe, wenn Sie dort betroffen sind, dann ist unsere Arbeit gesagt. Mögen Sie Ihren Job? Falls ja, hatte ich Ihnen dieses Projekt Kingdom mit dem Job was zu tun hat? Ich habe einen Weg in die Agrarabteilung gefunden. Und ich glaube, Gabriel Kruger ist hier. Wie bitte? Wir sollten den Run abblasen. Nein, ich bringe das hier zu Ende. Na schön, ich kann dich ja sowieso nicht aufhalten. Icarus, gib uns Bescheid, falls sich draußen was tut. Dave, dein nächstes Ziel sind die Büros. Sind wir schon unterwegs? Oh. Das ist schon ein sehr interessantes Gebäude und ein bisschen nackt finde ich das schon. Ich frage mich, was Gabriel Kruger mit der Mortell-Familie und Elysium zu schaffen hat. Je weniger wir darüber wissen, desto besser. Wissen ist Macht, Noah. Ich hoffe, dass wir das irgendwie schaffen kann. Ein gesunder Mitarbeiter ist ein guter Mitarbeiter, ist logisch. Fällt ja auch bestimmt kein auf, wenn hier die ganzen Abzugsschächte offen gelassen werden. Ah, natürlich. Was genau sind das nochmal für Daten, die wir hier stehlen? Oh, tut mir leid. Die Fate hier stiehlt, während ich ihren Babysitter spiele. Es geht um ein neues Enzym. Irgendein Nahrungsergänzungsmittel. Reposer ist ganz scharf drauf. Ich bin jetzt im Bürobereich. Gut. Kling dich in irgendein Terminal in Arbeitsraum 4H ein. Den Rest erledigt die Shotgun. 4H, okay. Mal überlegen, ob ich die Runner Vision mal kurz auslassen.
Dürfen sie natürlich nicht. Der Tür. Erwischen ist und bleibt offen. Lauf halt hier. Rüber. Hier rein. Nein. Können die Runner bestimmt wieder aktivieren? Langweilig, aber gut. Nicht langweilig. Oh. Ich muss hier wieder anfangen zu lernen, um die Ecke zu denken. Weil in nicht jedem Spiel. Kann man überall lang oder ziemlich fast überall lang laufen. Aber gut. Arbeitsraum 4H Faith. Er sollte nicht allzu schwer zu finden sein. Ja, das ist sehr nett, dass du mir das nun mal. Was? Aua. Sitzt dir den Arsch platt und sagst, was wir zu tun haben. Ist echt, echt nett, Noah. Du auch so rennen kannst wie wir? Setze die Shotgun ein. Sehr gut. Ich habe die Bestätigung. Der Grab war erfolgreich. Noah, hier ist noch jemand. Der sieht nicht wie ein Mann aus. Mach, dass du da rauskommst, Faye. Sorry, aber ich will mir das ansehen. Das war ja klar. Ich sitze dann mal untätig hier rum und hoffe darauf, dass du davon kommst. Hättest du mich das machen lassen? Habe ich aber nicht. Faye, du musst mir nichts beweisen, okay? Ich will einfach nur, dass du gesund wieder zurückkommst. Will ich auch, aber doch interessant. Was so einbricht. Weil es erinnert mich gerade irgendwie an das andere Mirror's Edge. War das nicht so ähnlich? Ich meine, würde mir schon. Okay. Würde mir eigentlich schon hoffen, dass wenn sie einen Reboot machen, dann auch neue Sachen machen und nicht eigentlich auch wieder dasselbe nehmen. Dann wäre das auch ein bisschen einfallslos, oder was meint ihr? Ich war gerade kurz geschockt, dass es gar nicht aufnimmt, aber doch. So, so. Rote Tür. Dieser Bereich ist irgendwie anders. Ich frage mich, was die hier machen. Irgendwas ethisch. Ist nicht nennendes. Ich verliere den Kontakt. Wenn du gerade nicht reden kannst, versuche zu klicken. Es ist nach einem Ausgang für dich. Immer gespannt. Freut mich, das zu hören, Mr. Kruger. Wir waren. Was zum. Director Mara, geben Sie Alarm. Schalt ihn aus. Hier spricht Director Mara. Wir haben einen Code Blau. Dr. Hill ist tot. Was? Was heißt, Sie sind ausgesperrt? Überschicken Sie ihn, verdammt. Hier ist mein Tag. 70930. Ich brauche ihn lebend. Was war das in seiner Hand? Cyanid. Bedauerlich. Wo ist das Ding? Schnappt sie! Okay, das tun wir. Jetzt kommen die ersten Fernkämpfer. Das finde ich nicht sehr schön, aber gut. Und ja, tut mir leid, falls ich heute, also im letzten Part und diesem Part, ein bisschen leiser bin. Bei dem nächsten Part auch nochmal gucken. Upsala, upsala. Das fängt jetzt schon mal gut an. Ja, weil ich wieder nachts aufnehme, ein bisschen müde bin und ganz so laut sein möchte.
Und zu überspringen? Nein. Dann sollte ich versuchen, nicht zu sterben. Hopp, mach hinne. Gut, erlaubt dir die Kugeln auszuweichen. Ist aber nett für meinen Fokusschild. Zack. Aua. Schon dabei. Ah. Oma. Oh, hört auf, das ist unfair. Upsen. Ich finde das zu billig. Interessant, wie die. Okay. Das klingt nach Fate, ja. Schon seit Jahren. Wir machen keine Runs gegen Krugers Hack. Und was ist das Erste, das du machst, nachdem du wieder raus bist? Ich habe den Eindruck, ich rede bei dir gegen eine Wand. Jetzt hab dich nicht so. Außer dein Arsch das nächste Mal selbst bewegen. Fertig. Ja, eine Rolle. Wir haben es geschafft. Icarus, wie sieht's aus? Ich bin die meisten Verfolger losgeworden. Jetzt muss ich nur noch den Rest abschütteln. Wir sehen uns bald. Ich glaube, Icarus ist doch ganz knorke. Hat uns geholfen. Hat seinen Job auch gemacht, wie es gewollt war. Er hätte ja auch einfach wegrennen können oder so. Oder was Besseres machen können. Keine Ahnung, was ihm da gerade einfällt alles. Ach, Schnauze. Oh, ich finde das cool, wie das hier durch die... Wenn man hier so jumpen kann, haben wir wieder einen Upgrade-Punkt freigeschaltet. Ist auch sehr nice. Muss erstmal entschuldigen gehen, mal gucken. Was sollte das? Ich freue mich auf dich zu sehen. Mach nur so weiter und du überlebst keinen Monat. Ende gut, alles gut. Ich hab das hier. Das ist nicht von hier. Der Typ, der es hatte, ist dafür gestorben. Es könnte die Lösung für mein Drogenproblem sein. Ja, oder es bringt uns ins Grab. Faith, wir legen uns nicht mit Gabriel Kruger an. Auf gar keinen Fall. Vielleicht schicken wir sie einfach zurück. Hat Kruger dich gesehen? Er hat irgendwas gesehen. Es war zu dunkel, um irgendwen zu erkennen. Hör zu, ich dachte, ich tue das Richtige. Nein, du hast nicht gedacht, Faith. Das tust du nicht. So ein Mist. Ich muss... Sache nachdenken. Versuch so lange am Leben zu bleiben. Okay? Ich hab dich schon mal verloren. Keine Angst, da bin ich. Wir sind Krugers Hack los. Wie jetzt? Kein Dankeschön? Ich hau mich mal aufs Ohr. Gib mir Bescheid, okay? Ich sagte zurück. Nicht jetzt, Süße. Ich muss das hier fertig machen. Kat! Wo seid ihr? Hier drin seid ihr sicher. Und rührt euch nicht von der Stelle. Lassen Sie uns gehen, Kruger. Sie wollten nicht kooperieren, Dr. Connors. Das hier ist Ihre Schuld. Mama, was ist das? Das, mein kleines Wesel, ist deine Zukunft. Okay. Ich meine, gut, auf diesem Bett hatte ich auch komische Träume. Faith?
ich habe hier genau das Richtige für dich. Nomad? Wo bist du? Ich habe eine Glitch-Mod in die Finger bekommen, die mit deinem Beatlink funktionieren müsste. Ich habe dir eine Kopie geschickt. Du kannst sie nutzen, um durch die Lüfter bei Zephyr zu kommen. Probier's aus und triff dich da mit mir. Wir haben ein Problem. Okay. Auftrag. Das neue Kitsum oder sind es dieselben von Freund? Ändern. So, verpulvern wir erstmal den Fertigkeitspunkt. Bewegung noch. War die Hocke. Hier. Effizientes Klettern und erweitertes. Beides eigentlich. Was mal hier weiter. Okay. Noch was gucken. Fortschritt. Missionen. Ah, sie waren die Haupt- und Nebenmission. Oh Gott, und es gibt viele Nebenmissionen. Okay. Was machen wir als nächstes? Rauszoomen. Birdman, also Birdman und drin und da ich sehr gerne die Hauptstory weitermachen möchte, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt, ob ich so ein bisschen Nebenmission, Hauptstory machen soll, also oder so wie es gerade passt. Bin ja flexibel, wisst ihr doch. Ach toll, das war die falsche Taste. Wollte ich meinen auf cool machen oder an das? Lauf ich eigentlich hin? Lauf ich hin? Runnerin, ich hab einen Job für dich. Immer noch, ich hab keine Zeit für den Jobs. Das nächste Mal, wenn wir vorbeikommen. Mal gucken. Also, wo ist die Kohle? Ich geh dann doch lieber in die Richtung. Wenn jemand nach Geld fragt, ist das immer ein schlechtes Zeichen. Außerdem bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Manchmal sieht es so aus, als würde so fast auf der Stelle laufen. Was? Ich muss da irgendwie durch. Hören? Gott, hab ich mich jetzt erschreckt. Danke, Nomad. Ich bin unterwegs. Ich wusste, das gefällt dir. Ja? Ich bin gerade zu Tode erschreckt. Was soll denn das? Boah, es ist ein interessanter Weg zu laufen. Noah hat dafür gesorgt, dass sich die Kabale unauffällig verhält und sich langsam einen Ruf aufbaut. Ich schätze mal, damit ist es jetzt vorbei, was? Wir haben hier eine Runnerin-Control. Innerhalb des Sicherheitsbereichs. Tschüss. Sollen wir in den Sicherheitsbereich? Wir haben noch gar nichts getan. Die Sprünge finde ich eigentlich ganz cool. Endlich abrollt. Position. Ich warte hier auf dich. War gerade schon gleich knapp. Das ist... Fail. Oh ja, dann... Verdammt, macht denn hier jeder, was er will. Faith, komm bei mir vorbei, wenn du fertig bist. Wir müssen uns unterhalten. Sieht aber sehr nice, also sehr freudig aus für den Kontrollpunkt, wenn man stirbt. Übel, dass der Controller vibriert, wenn man zu lange fällt. Ein bisschen Adrenalin-Ausschüttung, sagen. Dahin? Was denn? Komm, wir gucken mal nach. Das ist ein Gegner. Hi. Hey. Gut, okay, ja, das war ein interessantes Gespräch. Muss man echt lassen, also mit dem unterhalte ich mich öfters gerne nochmal. Wo, war geplant. Denke ich mal gucken, PewDiePie oder wie. Auch, ich weiß, dass PewDiePie zumindest mal einen Part gemacht hat. Eigentlich mal interessieren, wie er das so spielt.
gucken noch, was er von uns will, oder? Ah ja. Hilfe der Glitschwehr, die der Nomad geschickt hat, kommst du jetzt durch die Lüfter bei Station C4. Sieht außerdem so aus, als arbeitet er an einem neuen Plan, irgendwas mit dem Konglomerat zu tun hat. Wenn es einen gibt, worauf du dich verlassen kannst, dann darauf, dass er dich immer wieder in Schwierigkeiten bringt. Sprich mit ihm und finde heraus, was er ausheckt. Und ich glaube, das reicht als Teaser für den nächsten Part. Also würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Und bis dorthin. Tschüss. Liken, teilen und etc. nicht. Danke.